Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online Challenge mit dem Bram, dem Christian, dem Sebastian und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo! Hallo! Und heute ist es wieder Zeit für eine Taxi-Challenge. Deswegen werde ich hier auch schon erwartungsvoll bestimmt ein paar Minuten angeschaut von meinem Taxifahrer. Wie heißt denn der? Ich kann mich hier gar nicht umgucken. Auf jeden Fall, wenn wir auf die Map schauen, sehen wir unser Ziel. Hier hinten ist unser Ziel. Das ist eines der Windmühlen. Ja, wir wollen da hingehen, ein bisschen gucken. Windräder meine ich ja. Und, okay, die Jungs scheinen hinter mir zu stehen, das kann ich nämlich ja, gerade noch nicht sehen. Ja, ich sehe dich da vorne, Peter hat sich da vorne geschummelt. Ja. Mein Taxi hat sich in die Seitenstraße gestellt, ich muss mal gucken, ob ich den Stau, den Peter verursacht, umfahre. Ja, vielleicht fährst du auch einfach links dann vorbei. Ey, vielleicht fahre ich einfach die Abkürzung. Seid ihr ready? Ja, auf jeden Fall, ja, warte kurz. Auch. Ja. Dann geht los in 3, 2, 1, los! Hä? Wie and we're off. So, gib Gas! Gas! Fallen. Okay, wir bleiben stehen. Okay, wir bleiben stehen, bis Peters Taxi wendet. Jawohl, deiner wendet erstmal sehr gut. Ja, meiner fährt ab. Peter, tschüss. Ciao, Pete. Was war denn jetzt für ein Move? Ey, lass mich mal da vorbei. Das war nur gerecht. Weißt du, da vorne, da stand... Oh, hier liegt eine Leiche, hier liegen zwei Leichen. Dürfen wir Verpösten machen? Ja, ne? Ja. Ja, ab dafür. Ey, Leute, ich sag euch Bescheid, wenn meiner losfährt, ne? Ah, Peter, bleib mal dahinter, ja? Was ist denn Peter so? Ich guck, was soll die Scheiße denn jetzt hier? Wieso hat der einmal einen Turnaround gemacht? Ja, weil der auf die Rechte. Hey Jungs, nicht so schnell, ne? Jawohl, guck mal, wie lang Peter da hinter dem Auto jetzt bleibt. Ja, das ist das Gegenteil von beeilt, was hier gerade passiert. Alter, der überholt den sogar hier an der Ampel. Mega Taxifahrer, gibt 5 Euro Trinkgeld. Machen wir das jetzt auch? Jawohl, was wir weiter, ja. Sehr gut. Einfach langsam hinterher, sehr gut. Taxifahrer, du bist ein vollkommener Loser. Gas geben, komm schon. Gefahren. Okay, Christian fährt jetzt los. Wieso sind die anderen Autos noch schneller? Das geht doch nicht. Drück mal. Gas geben. Los. Wir werden alle überholt. Gib Gas, Junge, überhol dich doch. Der ist viel zu langsam. Hupen. Alle fahren schneller. Ich sehe Peter nicht mal mehr. Nee, ich bin raus. Peter ist raus. Doch, da, Peter ist gerade auf die Autobahn gefahren. Da ist Bram. Nice. Der Taxifahrer ist komplett unfähig. Ja, ich überhole gleich selbst. Ich komme irgendwie näher ran. Kann ja, ich weiß auch nicht, meine Geldscheine nicht ins Gas. Gesicht halten, damit er schneller fährt. Kann ich irgendwie... Oh, in der... Ja. Jetzt kann ich mich hier hinten umgucken. Nein! Ja. No dann halte ich von dir, Taxifahrer. Oh mein Gott, ich hab den Wegpunkt völliger geändert. Völliger Idiot, ey. Ja, guck mal, hast nicht gesehen. Okay, ja, guck mal, Rückspiegel. Tschö, Bram. Ja, was heißt Tschö, Bram? Hör hinterher. Die already 4 gucken wir jetzt. Alles gut. Selbst, du sollst vielleicht zum Beeilen einmal kurz anhalten und dann nochmal neu starten. Weil ja, das war bei mir auch, der Weg zum Ziel war, anhalten zu drücken. Was? Damit der losfährt. Ja. Oh, oh, wir haben Probleme, jemanden zu überholen, Bram. Ja, easy. Nee, nix easy, der gummelt hier hinter dem her. Gar kein Problem, guck mal, wer da kommt. Guck mal, wer da angejuiced kommt, Junge. Ja, war kein Stress da vorne. Weißt du, und jetzt sieht man da nicht. Alter. Ah, sehr gut eingeordnet hier. Ah, Peter. Okay, wir fahren jetzt runter. Egal, hier steht, man soll die 255 anrufen für Government Informations und Services. Kann ich hier was eintippen bei dieser? Weiß ich nicht, bestimmt, oder? Ja, du kannst nur mal tippen, Peter. Du kannst ja 911 kannst du anrufen. Wie tippe ich denn hier nochmal? Ja, das verrate ich dir nicht. Weiter. Willst du jemanden anrufen, damit wir bedrängt werden, oder was? Kommen wir da jetzt einfach noch vorbei? Boah, scheiß LKW. Ja, überhol ihn. Oh, meiner macht's. Überhol ihn. Yes! Nein, er traut sich ja, nicht. Ja, sehr gut. What the pussy? Oh nein, jetzt Bram komm ich. Ist jetzt da. Nee, noch nicht. Jetzt mit Schmackes. Komm, Baby, mach es. Mach es. Jetzt. Links. Okay. Was macht okay, der? Alter. Jetzt kommt Peter. Bram. Okay, Peter hat jetzt die Chance. Herr Peter ist noch voll weit weg, oder? Ah, aber der kommt halt mit ich versuch gerade herauszufinden, wie ich telefonieren kann. Wieso? Jetzt kommen wir jetzt! Go, jetzt komm! Go. Jetzt da vorbei! Ja, warum links. Ziehst du nicht rüber? Komm, Statut doch! Hä? Peter, geht einfach nicht an Telefon ran! Mann! Nee, ich hab das Telefon die ganze Zeit offen. Ja, bei dir ist besetzt. Komm los! Obwohl ich mit niemandem telefoniere. Hier ist doch frei, hier kann man richtig gut... Alter, guck dir an den Stau, den wir vor uns haben. Es ist nicht mal der LKW langsam. Was bleibt denn der jetzt stehen? Okay, here we are then. Hä? Der hat mich auch rausgeschmissen. Da. Was ist? Das ist jetzt enttäuschend. Ja. Das ist sehr enttäuschend. Oh, ob das bei Peter auch passiert. Yo, Boys, was geht ab? Ah ja, guck mal, ich bin da. Here we are. Was?
Der. Oh. Ja. Mehr ging halt nicht. Die sind alle unfähig einfach. Alle unfähig. Wieso haben wir uns nicht da hochgefahren? Wir haben keinen Bock gehabt. Ich würde sagen, wir warten kurz auf Christian, dann suchen wir uns schon, der hat ja schon mal ein neues Ziel aus. Hier, warte, ich suche euch schon mal. Der Rennen ist doch nicht vorbei, du Arsch! Ach so. Meinst du, du fährst an uns vorbei? Ja, nee, aber du kannst doch warten, bis ich im Ziel bin. Nee, warte. Das Spiel ist abgebrochen. Keiner ist im Ziel. Und geschafft. Na, nice. Cool. Ja, genau, das okay, ist halt, das ist nicht das Ziel. Der uns einfach herausgeschmissen. Das Ziel ist auf der anderen Seite von dem Berg da. Ja. Kacke. Was ein Fail, ey. Nächste Challenge. Wir fahren heute. Scheiße. Oh, scheiße, Sepp. Du darfst ja trinken, Peter, du musst ja nicht selber fahren. Wir stehen richtig kacke. Wir fahren heute hier diese Flüsse lang, das Set durch und dann hier bis unter die Autobahn. Und da ist das Ziel. Und wer zuerst da ist, gewinnt. Und seid ihr ready? Aber vielleicht kennt ihr eine Abkürzung in die Richtung, Peter. Ja, vielleicht. Nice. Dann geh los in 3, 2, 1, go! Okay, let's go. Let's go! Sure thing, my friend. Gas. Ihr wollt direkt da vorbeifahren. Ja, mega! Als wenn die bei euch passiert. Oh, Peter! An Peter lass sie nicht vorbei, lass sie nicht vorbei! Jawoll! Genau so musst du es machen, Junge! Oh, Mann! Genau so! Wenn der einfach gewartet hat, bis Peter gedreht hat. Das kann doch nicht wahr sein. Smell like a bitch, sag ich nur. Alter. Spielen wir hier Würfelspiel oder was? Scheiße. Ja, das ist wirklich jetzt alles hart belastend. Aber der kriegt Peter noch. Aber wie kann ich denn jetzt telefonieren, Christian? Sag mir das doch mal. Machst du dein Telefon auf? Ja. Dann, rufst du jemanden an? Ja, aber Nummern eintippen. Kontakte und dann unten aufs Zahlenfeld. Ach so, das meinst du. Aber wie komme ich denn auf das Zahlenfeld? Wie geht das denn nochmal? Mit der Maus draufklicken? Drücken. Nee, irgendeine Taste muss man da drücken. Nee, okay. Oh, komm, Peter, überholen. Jetzt? Komm. Da ist eine lahme Socke vor uns. Meine Chance. Ja, die Socke ist wirklich lahm. Wie wird das sein? Nee, da muss doch jetzt da vorne irgendwas passieren. Irgend so ein Truck oder so, der jetzt einen weg. Ja, da ist so eine Familienbande vor uns, weißt du? Die haben ihre ganzen Sachen oben auf ihren Dach geschnallt. Oh, der biegt aber ab, aber nicht alle wir. Wir biegen, wir geben jetzt wieder richtig Gas. Was das denn? Mein Fahrrad hat kurz Schlaganfall gehabt. Ja, auch. So ein kleinen Schlenker, so einfach so. Ich glaube, der hat heute Morgen zu wenig getrunken. Kann doch jetzt nicht sein, dass ich einfach in der Kolonne als Lexus fahre. Ich muss doch irgendeine Möglichkeit haben. Kannst du anhalten, euch den Mittelfinger anhalten und wieder losfahren, das gibt dir einen Boost. Ja, das war doch immer die Ansage, oder? Ja. Was ist da rechts von mir für ein blauer Punkt? Aha. Da ist ein blauer Punkt, das stimmt. Jo. Peter, da solltest du mal gucken gehen. Ja, gerade ist chillig. Irgendwie irgendwas tun? Kann ich aus dem Taxi schießen? Ja, schieß mal aus dem Taxi. Nee, losfahren! Oh, Bram hat angehalten. Ja, easy. Ja, der war eh schon letzter, der hatte nichts zu verlieren, der kann. Stimmt. Ja. Musst du halt ausprobieren. Und ihr kriegt sofort bestimmt nochmal ein Auto. Ja, ja, bestimmt. Wie die hier mal halten bei diesen Gemüseläden? Ah, ich hab da eine Frage, Jungs. Ich bin letztes Jahr in Berlin gewesen, als wir so zusammengekommen sind, ne? Da gibt's keine Taxen. Und da hatte ich einen Taxifahrer und ich wusste nicht so ganz genau, wie ich mich verhalten soll bei dem. Warum? Der hat mir, als ich eingestiegen bin, hat er mir erzählt, ja, hat er mich gefragt, ist das okay, wenn er mit seinem Bruder ein bisschen telefoniert? Weil der hatte hier so einen Bluetooth-Knopf im Ohr und hat dann darüber telefoniert und irgendwie wird zugehört oder was. Ja. Und dann meinte ich so, ja, kein Thema, ne, kannst du machen. Das Problem war nur, der hat eigentlich gar nicht mit seinem Bruder telefoniert, sondern der hat seine Serie auf dem Handy in der Mittelkonsole geguckt. Während der Auto gefahren ist. Die komplette Fahrt über hat er, keine Ahnung, ja, ich glaube, es gegeben. War ein türkischer Sender, hat er sich da reingezogen, irgendeine Telenovela und hatte das Handy so in der Mittelkonsole und hat dann da immer halt hingeguckt und ja. Ich wusste nicht so ganz, wie ich mich da verhalten soll. Ja, ganz einfach. Machst dein Handy auf, gehst in Kontakte und drückst Leertaste. Ah ja, dankeschön. Ja, Sepp, was hast du denn gemacht? Noch? Ich hab kurz hast überlegt, du den jetzt ob abgedrängt? Ich. Ich hab den abgedrängt, ja. Kurz überlegt, ob ich mir seine. Ja, ich bremse! Seine ach, Taxinummer komm. Aufschreibe und den melde. No! Oh, yes, rechts vorbei, nein! Fahr! Okay, einen habe ich schon mal überholt, das ist gut. Nee, mich nicht.
Ja, nee, aber den Wagen vor mir habe ich überholt. Ach so. Ja, ich bin einfach. Da hat er sich vorher nicht getraut. Ich habe die Polizei gerufen. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden, ihn zu melden. Im Nachhinein hätte ich ihn gerne noch gemeldet. Hast du die Nummer noch? Kannst du ihn ja noch melden. Hast du die Polizei gerufen? Nee, ich hab die Nummer nicht mehr. Hallo? Also ich hab mir die gemerkt. Warum jetzt stehe ich im Gegenverkehr? Was soll denn der Scheiß? Ja! Ach, das ist nicht dein Ernst? Peter, wir fahren einen anderen Weg. Im Nachhinein hätte ich den gerne. Ich habe mal einfach die Polizei gerufen, jetzt bleibt man stehen. Und die kam uns entgegengefahren mit Schmackes und dann blieb Christian stehen. Ja, das ist doch mal hier eine Möglichkeit, irgendwelche Tricks zu starten. Okay, was gibt denn noch für eine Möglichkeit? Echt? Ja, dann hier Agenten schicke ich euch um den Hals. Ja, hey, die block ich ab. Ne? Anti-Agenten, hier, habe ich bestimmt. Anti-Agenten. So nicht. Moment, wo ist er? Da, Lester. Vor allen Dingen, Leute, fahren wir falsch, ne? Also ja, ich bin auch verwirrt. Ja. Ich frage mich, wo wir jetzt gleich schon wieder auskommen. Wir fahren über die Autobahn, Peter. Wir fahren noch weiter gerade, okay. Ja, ja. Was kann ich denn hier alles machen? Der hat gar keinen Bock auf Matschweg. Scheiße. Da kommst du aber auch nicht zu der Straße, Peter. Ich überhol die nicht. Nee, soweit ich weiß auch. Nee. Ah, ja. Also, wenn du rechts abbiegen würdest, musst du da nicht da irgendwie runterfallen oder so? Oder kommst du doch. Achso, der jetzt wollte vielleicht den nicht durch das. Ja! Nein! Den als nix ob so! Das tut. Peter hat noch Kopfgeld bekommen? Oi. Wie hast du denn Sebastian ausgeschaltet? Der stand da einfach hinter so einem Auto. Der hat den nicht überholt und Bramseiner zieht einfach vorbei. Richtig Schmutz. So, also jetzt rufen wir nochmal die Cops, vielleicht ziehen die auch an dir vorbei. Ja, die sind schon wieder vor mir. Ich bin stehen geblieben, Ram. Nice. Oh. Oh, hat er noch dazwischen gezogen. Der Killer, Alter. Oh, jetzt Bram. Bram überholen. Ach, du, wird Notarzt? Okay. Lass mal einen Notarzt anrufen. Ja, aber was hättet ihr denn getan? Ich hab nicht zugehört. Wobei? Weiß ich nicht. Kannst du das nochmal erklären? Das passiert mir nicht. Ich nehme immer nur Free Now mit 5-Sterne-Fahrern. Da das passiert war Free Now mit 5-Sterne-Fahrern, glaube ich nicht. Wenn der Fahrer irgendwelche Sachen zwischendurch macht, kannst du dir das fragen. Ich kann ja noch nachgucken, wer das war. Wenn das ist ja in der App gespeichert. Wenn der irgendwelche Sachen macht zwischendurch, kannst du den noch bitten, damit aufzuhören. Und ansonsten notierst du dir den Namen und rufst mal bei der Zentrale an. Ich habe mir dann gedacht, das ist es eigentlich nicht, also da habe ich gar keinen Bock drauf auf so Stress. Ja, da kannst du dich auch nicht beschweren. Ja, nee, aber im Nachhinein dachte ich mir, boah, das hättest du eigentlich machen müssen. Also warum bist du da so passiv gewesen? Ach, der sitzt jetzt auf der Brücke raus. Okay. Wo ist denn der? Newsfeed? Was sind denn die Taxifahrer heute für faule Säcke? Da. Polizei hat mich schon wieder angehalten, was soll Herr Bram? Ja, da. Das war ich diesmal nicht. Das war Ali. Ali war das? Nee, Ali war das nicht. Fuck. Ali war das? Okay, doch, das war Ali. Wie geht er denn jetzt noch auf? Das war ich Ali da. In seinem Toyota mit 5 Sternen. Ja. Ach so, ja, Toyota ist natürlich ein Fehler. Du musst auch Mercedes auswählen. Ah, okay. Wenn wir 5 Sterne Mercedes fahren, das ist immer ganz wichtig. Ich weiß es, also das war nicht. Hallo. Fand ich schwierig. Die Taxifahrer sind heute mega dumm. Also wie wir. $250 werden wir jetzt dafür haben bis hierhin. Ja, vor allen Dingen müssen wir jetzt da runterspringen, um unser Ziel zu kommen. Was ist das für ein Quatsch? Ja, vielleicht hätten wir das weiter da in die Mitte setzen müssen. Ja, nee, die fahren da nicht hin. Die haben da gar keinen Bock drauf gerade. Sei du mal ruhig. Oh. Nee, lass das mal sein, lass das mal sein. Hier. Hallo Christian. Okay, ich glaube, wir müssen ein bisschen in die Stadt, weil da passiert mehr Action. Mal, Bram spawnt jetzt voll weit weg. Der spawnt jetzt, Alter, dafür habe ich jetzt die Bullen, das kann nicht wahr sein. Ja, und Bram ist unten gespawnt und kommt jetzt nicht hoch. Nein, nicht Martin! Okay, nächste Challenge. Wir sind gerade hier oben auf dem Highway. Unser Ziel ist der Flughafen und heute ist alles erlaubt, was über Telefon möglich ist. Wir können also alles auf unseren Gegner schießen, was geht. Peter, du stehst da echt ungünstig. Wieso? Aber nur mit dem Telefon, oder? Du hast schon mehrere Unfälle verursacht. Ja, nur mit dem Telefon. Ich wollte gerade sagen, jetzt nicht hier auf einmal Raketen rausholen. Nein, nur mit dem Telefon. Da kannst du hinten, glaube ich, eh nicht drin schießen, oder? Da macht der Fahrer weiß ja ich gar nicht. Ich glaube, der schmeißt dich dann raus. Genau, der schmeißt dich raus oder rennt weg oder so. Das stimmt, das macht Sinn. Okay, seid ihr ready? Ja. Dann geht los in 3, 2, 1, go! On our way!
Jawohl, erstmal drehen. Oh, drehen, 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 drehen. Oh nein. Oh, nein, ihr Ficker! Fahr doch mal vorbei! Komm, 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 ja. Lass ihn nicht vorbei! Next Racing! Lacken! Komm, du bist Erster? Christian. Oh, naja. Oh, was? Bram hat Zeit auf mich! Komm, ey, deine Mutti, ey. Wieso geht Meriwether nicht ans Telefon? Ich bin gerade dran mit mir. Ey, Bram, leg mal auf, du Pimmel! Nee, kann ich jetzt gerade nicht. Okay, so ein Jet Airstrike funktioniert nicht. Nee, der dauert zu lange, Peter. Ey, kann ich auch mal durchkommen? Ja. Wofür bezahle ich für den Service? Kann mir doch keiner erzählen, ja. We do not have the bandwidth to fulfill your request at present. Die Söldner arbeiten schon für jemand anderen. Nein! Ich wollte gerade sagen, ich komme überhaupt nicht durch hier. Warum ist vom Radar verschwunden? Alles da kommen sie! Nee! Oh, er hat mich rausgeschmissen. Ja, mich oh Gott, auch. Ich bin tot. Geschossen worden. Nein, mich auch! Wie gedappen! Okay, dann. Bald geschossen wird, sagt er nope. Okay, können wir jetzt Gas geben? Bitte an diesem LKW vorbeifahren? Oh Gott, als wenn er jetzt gerade so ein Luftschlag sofort ankommt. Darf ich mich wehren oder was? Also. Ich bin tot. Okay. Ja, ich glaube, du darfst dich schon wehren, oder? Oh Scheiße, schnell Taxi. Nein, ich dürfte ja nicht schießen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber gegen die NPCs? Also gegen die Söldner, die kannst du schon wegmachen. Ja, würde ich nämlich auch sagen. Das ist ja echt Quack sonst. Nein, als ob ich überfahren wurde! Ich wollte gerade mein Taxi einsteigen! Hey, da ist mein Taxi. Kann ich in mein Taxi einsteigen? Nein, lass mich in mein Taxi einsteigen, du Fickerich! Ja, hier wird rumgeballert, Peter! Ja, das war das Taxi. Jawohl! Fahr los! Weg hier! Hier ist Mayhem! Oh, what the fuck! Jo, ich hab dich! Da, da ist der Taxi! Aua! Okay, Bram, wir müssen ein neues Taxi holen. Wer hat denn jetzt mein Taxi geklaut? Back on the way. Hey, was geht ab, Leute? Tschüss! Nimm doch nicht mein Taxi weg, Mann. Guck mal, so ist viel gechillter. Schön den Sonnenuntergang genießen. Der Mond ist da auch schon. Meriwether, because secure. Schock, okay, where are we going? Salting. What can I do for you? On our way. Don't okay, hesitate okay. to call back. Jetzt Peter, das ist wieso schickst du den nicht auf den Ersten? Du bist doch der Erste! Nein, Bram ist doch an uns vorbeigefahren, hey, Bram ist Stunde. Nein, ich bin der Letzte gerade. Du bist der Erste! Oh. Ja, also, ich hab genau das getan, was du gesagt hast. Aber nice try, Christian! Nein. Das ist gut, Bram, weil die Söldner lassen jetzt Peter und Christian rausballern. Ja, ich hole tatsächlich auf Christian, das ist sehr belastend, das habe ich mir das nicht vorgestellt. Da kommen sie. Okay, ist das auf ich werde mich natürlich wehren. Ja, du Arsch, kriegst du auf mein Taxi? Du bist einfach da durchgefahren, ich habe 4 Headshots verteilt gerade. Also ich habe nie aufs Taxi gezielt. Einfach überholen. Ja, gar kein Thema. Leute, das rammt mich doch nicht. Problem ist, jetzt muss ich die Bullerei loswerden. Aua! Oh, da Aua. Vorne sind sie. Oh shit, da sind ja noch mehr. Aua. Fahr durch! Fahr durch! Und Peter mal fahren! Peter, kannst du mal weggehen da? Tut mir leid, ich stehe hier einfach nur. Dich. Ey, was? Als ob er hier im Weg steht, komm, dieser. Komm, machen wir. Schöner vorbei, Damn. Ganz ruhig. Wo ist komm mein schon, Taxi? Jetzt links. Komm schon, Taxi, mach es. Ich will da hoch. Ich will doch nur da hoch. Komm schon. Jawohl. Ich will was doch jetzt? Nur bis zur Straße. Oh. Wo fährst du? Also. Ist das keine Straße da? Wie, Cab is already on its way. Wo ist denn das? Ja, das steht im Staubfeder. Oh mein Gott, das steht wirklich im LOL! Staub. Alter, wie genial meiner ist, meiner nimmt die Umgehungsstraße. Ciao, Sepp. Ja, mega. Hä, was für eine Umgehungsstraße? Sepp ist doch der ganz weit vorne ist, oder nicht? Wieso? Achso, ich muss hier mal kurz mein Taxi rufen, Bram. Bist du so ein Wichser. Ey, ich was bin sogar gemacht, einfach Peter? Aus Versehen zu weit gerannt. Ich hab gerade erst realisiert, dass du in diesem Taxi Move. Sitzt. Oh, scheiße. Alter, ich stehe ja gerade aber auch ein bisschen ungünstig. Man könnte sagen, oh, das ist zugeparkt.
Alter, das ist richtig scheiße gewesen. Ach, du musst eine Signalfackel werfen, das ist ja. Ey, dadurch bist du wenigstens nicht Erster, dann hältst du kriegst die Söldner nicht ab. Ich hab die Söldner abbekommen. Irgendwer hat gerade auf mich geschossen. Ja, die Söldner. Die einer auf mich geschickt hat, keine Ahnung wer. Was? Die haben auf mich geschossen, jetzt ist mein Taxifahrer weg. Yes! Alter, safe! Du musst doch auf Peter gehen! Nee, Peter, warum? Ist der Letzte! Ich wollte gerade sagen, du warst hinter Peter mir. Peter ist der Letzte. Ich bin du der Letzte. Du warst hinter mir, du warst Zweiter. Du bist mit Abstand Erster und Peter ist Letzter. Aber der sitzt du schon im Taxi, Peter? Ja, aber es geht nicht weiter. Ja, ich muss komm noch, jetzt mal, hol den muss Mensch, LKW! Ich muss jetzt mein viertes Taxi rufen oder so. Fahr! Alter. Okay, meiner nimmt auf jeden Fall schon mal eine Alternativroute. Finde ich gut. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich muss laufen. Ich guck mal auf der Karte, wo ihr so seid. Aha. Mhm. Oh, Bram, bist du jetzt durch? Guck mal, du bist noch Zweiter. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, ich werde mich verbrechen. Und in 15 Minuten kannst du ihn wieder rufen. Was macht mein Taxi hier? Hey, wie fährst du denn jetzt? Hä? Okay. Alternative so. Wege. Back on the street. Gib Gas. Du musst drehen. Christian. Nee. Nein. Bitte nicht. Okay, du drehst nicht. Du fährst erst in die falsche Richtung. Ist okay. Oh, Christian. Nee. Wieso konnte der das wieder? Oder hast du das noch nicht gemacht? Nein. Nein. Nicht den Polizisten überfahren. Nicht den Polizisten. Oh Gott. Da stehen einfach 5 Polizisten auf der Straße. Scheiße. Taxi, fahr! Okay, wir sind wieder am Rollen. Da kommen gleich Söldner. Ja, das ist richtig. Alter, beeil dich, wie fährst denn du? Ist denn noch was? Ruf alle mal an. Ja, ich ruf auch gerade einfach mal durch. Ich ruf auch Peter. Weißt du, so bei Lester konnte ich nichts Besseres machen. Warte mal, was kann ich denn bei Lester noch machen? Peter ist besetzt. Was geht denn da so? Wir gehen ja ans Telefon. Ja, Entschuldigung, ich bin gerade mit Simeon am Telefonieren gewesen. Ach komm, überhol den doch. Du musst nicht jeden rammen. Leute, ich könnte Niki in mein Apartment einladen, die geile Nutte. Hey, what's up? Oh shit, da kommen sie. Tom Connors. Scheiße, ich bin. I'm dead. Guys, I'm dead. Toni? Toni machst du. Ne, Toni kann auch nichts. Sind die? Hier, da! Pimmelnasen! Nee, ich will keinen Job. Wer ist denn schon überholt worden, Sepp? Ich bin tot. Heißt das ja? I'm dead, guys! Scheiße, wo ist denn jetzt mein Taxi? Ach, an der gewählten Position, das heißt, ich habe schon 2 Luftschläge auf den Flughafen gesetzt, oder was? Nee, du musst dann einen Leuchtfeuerbums werfen. Ach, wo jo, ist denn jetzt deswegen mein Taxi, hat er was den ich den gerufen habe? Oh, Mary Rather ruft mich zurück. Komm! Ja, die sagen dir, jo, wir haben Sepp gekillt. Was? Mann, ey, wo bleibt denn die Kacke? Jawohl, ich sehe Sepp immer noch nicht auf der Map. Ich bin auch ganz wilden Weg gefahren. Was genau probieren wir jetzt hier? Aber wo ist jetzt das blöde neue Taxi? Was? Nein. Da. Ich Alter, auf die da spawnt das? Im Yachthafen, natürlich. Ich muss da anhalten. Ich kann nicht auf die Map gucken, weil da der Taxifahrer anhält. Weiter. Doch, los. Du kannst P drücken für die Fahr. Map. E? P. Ah, guck mal. Steh doch jetzt hier nicht einfach so dumm rum. Weiter. Ja, ich bin vorne. Immer noch vor Bram. Mega. Okay, das können wir schaffen. Meiner fährt einen ganz anderen Weg. Das stimmt, er fährt wirklich einen ganz anderen Weg. Aber ich hatte... Ey, wo fährst denn du rum? Ich bin mir selbst noch nicht so sicher, wo lange ich fahre. Okay, Brucey gibt einen Bullenhai-Testosteron. Interessant. Oh, da kommt mein Hubschrauber. Hast du aus Versehen dein Ziel verändert? Nö. Das stimmt, Bram fährt. Bram bleibt auch stehen da hinten. Ja, weil eine rote Ampel gerade ist. Hä, aber rote Ampel fährt er doch straight drüber. Ja, aber hier stehen so viele Autos. Ah, okay. Ja, ich sehe schon den Flughafen. Dann ist das eine sehr weirde Fahrt, weil man das Ziel verstellt man schon mal sehr also leicht. Dem würde ich ja kein Trinkgeld geben, ne? Ja. Also. Da wärst du schon ganz schön abgezockt. Warte, nicht links abbiegen.
Alles klar, Bram, dem würde ich kein Trinkgeld geben. was steht denn auf dem Ding vorne drauf noch? Steht da noch ihr Wegpunkt? Keine Ahnung, woher soll ich das gerade wissen? Ego-Perspektive. Ego-Perspektive, also. Und dann... Hä? Oh, was siehst du denn da? Ja, dann sehe ich nichts. Das ist schön. Kannst du so, ja nicht auf so Motion. Jetzt kannst du nicht drauf gucken. Musst du, glaube ich, anhalten und dann zeigt er dir doch. Ja, ich glaube, das geht nur bei der Auswahl, oder? Oh, ich glaube, ich bin da. Yes! Aber er lässt trotzdem oben raus. Die Wurst. Gut, Wegpunkt. Ich habe aber angehalten. Aber gar kein Thema. Auf P war ja auch der Wegpunkt. Ich habe hier meinen Koffer. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich falsch gefahren bin. Ich bin einfach nur, als der Stau da vorhin war, habe ich eine gerade ausgefahren. Da dachte sich mein Taxi so, nee, da ist Stau. Da bin ich nicht. Der Stau, da wollen wir jetzt nicht lang. Aber, okay, das kann ich machen. Mega. Wo bleibt mein Hubschrauber? Komm, komm, Junge. Warum bist du so weit hinten? Der Unterstützungshubschrauber. Der Hubschrauber macht nichts. Ja, ich weiß. Aber ich mag es, dass der mehr fliegt. Ich fühle mich sicherer in dieser Welt. Ja, ich will auch einen. Ist nicht verfügbar. Hol ich mal meine Munitionslieferung. Ja. Wenn schon, denn schon. Oh. Als hey, guck mal, da kommt jeder. Immerhin zweiter Platz. Hey. Hallo? Komm schon! Jawohl, weiter geht's. Ja, Peter, du kannst da hinten aussteigen. Ich wollte gerade sagen, kann er mich mal raussteigen? Ah, ja, okay. Schieß den weg, der LKW hat mich gerammt. Hubschrauber. Leute, der Hubschrauber ist weg. Oh, Bram macht krasse Munitionslieferung, finde ich gut. Ja. Na, guck mal, Christian bleibt da vorne stehen sogar. Mhm. Das ist belastend, ey. Er hat auch nichts mehr. Ja, ich will ja nicht bei dem Pöbel da raus, wo vorne ist. Lieber noch mal, ja, nee, verstehe. Lieber ein Stückchen weiterlaufen. Oh, was ist denn Bram eigentlich? Da kommt Bram, der sich ein bisschen verfahren hat. Nein. Ey, wer hat da runtergemusst? Ja, nee. Nee, der lässt einen oben raus. Das macht er nicht. Warum auch immer, ey. Wir werden heute keinen Taxifahrer bekommen, der uns da rauslässt, wo wir das wollen. Ja, wobei, wir haben aber wahrscheinlich auch falsch angeklickt. Nee. Meiner hat angezeigt, der fährt eigentlich noch im Kreis und dann nach oben. Ja, genau, meiner auch. Aber der hat keinen Bock da drauf. Ja, richtig. Der denkt sich... Höhenunterschiede gibt es nicht. Ja, aber wie kommst du denn von hier oben da runter? Ja, du musst nochmal da hinten rumfahren. Also zu Fuß kannst du hier, glaube ich, einfach eine ausgebaute Straße, da kannst du jetzt nicht sagen, da ist so ein Sandweg oder so. Das ist doch viel effektiver, wenn du zu Flughafen musst. Sehr nett, dankeschön. Ja, komm, Bram ist gar nicht dahin. Geh weg! Nice, ey. Ja, gut, dann. Okay, geil, los, Polisch! Noch ein Taxirennen! Ich guck schon, der Typ guckt mich schon wieder total besoffen an. So, wovon ne, meiner hat eine andere Haare, also hat andere Haare wie gerade. Seid ihr und ready? Andere Klamotten an, ja. Dann geht los, 3, 2, 1, go! Ballen! Oh, meiner Kasten ist erstmal am Kopf, ey. Ja, Christian ist vorne, jawohl, ne? Auf die rechte Spur. Ja, oh, ich hab vorne angefangen. Mega! Ja, den ersten direkt überholen. Wieso fährt meiner wieder auf die linke Spur? Was? Rechts. Okay, was kann ich anrufen? Jetzt lässt er sich ausbremsen! Was ist das ja, für sehr gut. Brain, der macht auf Schrackhalter? Komm, es ist noch Sebastian nein, da vorne. Lass den nicht rein. Alles gut. Scheiße, jetzt haben wir den dazwischen. Komm, fahr einfach rechts. Einfach vorbei. Nein, jetzt kommt von links vorbei. Oh Gott, Bram, Glück gehabt, der ist nur noch abgefahren. Ja. Aber Peter ist schon wieder rangekommen. Ja, minimal. Bram ist mega aber ich glaube, ich habe heute einen richtigen Vollidioten erwischt. Ja, der Belastende wird gleich sein, wenn die Ampeln und der Stau kommt. Ja, komm, wir machen also jetzt. Wir fahren erstmal die Schnellstraße. Da muss man dann ein bisschen mit anhalten und wieder losfahren. Ja, jetzt ist gerade noch okay. Ja, gefühlt verlierst du dadurch nur Zeit. Oh nein. Ja, nee, wenn du gerade eh an der Ampel stehst, meine ich. Da kommt der. Ja, aber wir fahren ja schon wieder Highway. Hier ist nichts mit Ampeln. Ja, Peter, aber hier ist schon die Erste, die wieder langsamer fahren als wir. Fahr rechts vorbei! Boah, geil, hier ist jetzt sogar ein bisschen im Mittelkamera. Ja, einfach drüber! Was machst du denn? Fahr links vorbei. Jawohl. Tu was. Ja, einfach! Let's go! Reinziehen! Jetzt warte ich doch nicht auf den Schmock, Alter! Rein! Oh, da bin ich aber wieder ganz nah dran gekommen. Alter, fast die Lampe gerammt. Oh, belastend. Komm. Kann mal bitte einer bei Merriweather auflegen? Das sieht sehr gut aus. Wir machen eine Stadttour. Ist auch schön. Kann er jetzt mal irgendwo so rot sein, dass für Christian zwei Autos stehen, also beide Spuren besetzt? Ja. Nee, aktuell sehe ich hier eher so stehende Autos und LKW. Kannst du mal links rüberfahren? Das ist vor allem grün. Jawohl. Grüne Welle! Komm schon, Gas. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Jawohl, das Rot hilft nicht. Sehr zufrieden mit dir.
Fahr schnell weiter. Ja, du machst das super. Jetzt? Oh, überhol den! Überhol den! Oh! Ja! Links. Alter, der LKW legt mich doch am Arsch. Links. Hallo? Hey, mein Fahrer fährt alternative Routen. Was ist das denn? Komm, ich fahr links. Nee, ich fahr auch nicht links, Christian. Jetzt links. Meiner denkt sich hinter Christian her. Ja, jetzt links macht er. Ja, aber ich fahr mit Peter links. Oh, gerammt, mega. Okay, wir fahren immer noch nicht links. Hey, wo fährst du hin? Meiner rammt den auf. Ich fahr links. Was ist los mit euch? Wait, Bram fährt links? Hä, warum? Wir fahren einfach, also mein Wegpunkt hat geswitcht, also der Wegpunkt ist noch gleich, aber meine Tour geht jetzt einfach schnurstracks geradeaus. Ja komm, ja, Abkürzung, meiner ist klug. Alter, lass dich doch von dem nicht aufhalten! Alter. Abkürzung statt geradeaus, Bram. Was ist denn für eine Abkürzung? Ja, nee, ich fahr jetzt diagonal. Alter, ja. Fahr an dem vorbei. Fahr einfach an dem vorbei. Ist einfach RIP. Komm, weiter. Kann jetzt hier mal grün werden, Junge? Heiß auf rote Ampel. Ey, kann man nur so branded sein. Ey, das ist einfach geradeaus gefahren. Mein Fahrer ist einfach 10 von 10 smarter als der Wegpunkt Navi von GTA. Alter, meiner ist so dumm. Junge, ich geb dir $1000 Trinkgeld. $2000. Ich hätte gerne mein Geld zurück. Okay. $10 Trinkgeld. Okay, $1000 weniger. Nochmal $1000 weniger. Fahr doch! Einfach dazwischen! Ja, dazwischen! Fahren! Digga. Mann, jetzt bleibst du da stehen. Komm, Alter, fahren! Alter, wieso lasse ich mich hier gerade die ganze Zeit von einzelnen Autos ausbremsen? Warum? Hier steht ein Auto nur! Du mieses, blödes Stück Sch. Ja, Christian, für 2000 Euro das Trinkgeld. Kann grad nicht an, Christian. Da hat er einfach mal. Jetzt spring auf grün, du Ampel! Ich bin stehen geblieben, oh. Das ist die längste Ampelphase der Erde, Alter. Jetzt kann ich Kinder trainieren, Chinesisch zu lernen. Jetzt bist du dem nächsten aufgefallen. Jetzt krieg ich 1000 von dir. Warum überhaupt? Alter. Der ist die Abkürzung gefahren, Peter. Ja. Easy. Diagonal, ne? War das? Ja, links von vorbei. Wir fahren jetzt von rechts. Der täuscht immer an. Ich fahr jetzt an dem vorbei, aber. Ach nee, doch nicht. Nee, bleib ich doch lieber daneben stehen. Nee, es wird so. Jetzt mach ich wieder gut, gib richtig Gas. Du hast eine Fahrschule getroffen, oder was? Ja, ich glaube schon. Rechts vorbei. Wir holen auf Sepp, das ist gut. Rechts vorbei. Wir hatten ja einen vor uns. Links vorbei. Gar kein Thema. Alter, zweimal Ampelphasen musste ich warten. Ganz entspannt, für 10 Euro, $10 Trinkgeld, da macht meiner auch echt viel schon für. Wieso biegen wir jetzt ab? Ganz tief in die Tasche gegriffen. Wieso biegen wir jetzt hier ab? Okay, ich komm mit. Hä, warum? Was machst du, Taxifahrer? Was, das ist die dümmste Art und Weise zu fahren. Warum könnte ich gewinnen? Meinst du? Wenn der geradeaus fährt, ja. Nee. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hinfahren. Nee, wir fahren jetzt quasi dahin, wo Bram ist. Der lässt uns da unten an dem Bogen raus. Ja, ja. Oh, jetzt, jetzt hat der Weg gewechselt. Wir haben wahrscheinlich nicht genau den Parkplatz angeklickt. Gütertyp Waffen, Konkurrenzkampf, was ist jetzt denn? Ich hab den Parkplatz angeklickt. Ja, ja, wir auch, aber... Ja, aber der lässt uns hier unten wahrscheinlich raus. Nee, ich glaube nicht. Ich denke, der fährt noch weiter. Stimmt, der fährt jetzt von der anderen Seite ran. Der lässt mich jetzt hier an der Wand raus. Der versucht, den Berg hochzufahren. Was bist denn du für ein Dulli-Bärt? Was passiert denn jetzt hier? Seid ihr zur Verwickeltisch gefahren? Was ist hier los? Fahr, Junge! Was ist denn mit dir? Wo ist denn Peter eigentlich? Ja, meiner ist halt einfach strohdumm. Nein! Ja, siehst du, ich sag schon, ich hab diesmal einen guten Jungen. Hä? Ja, der versucht jetzt hier den Berg hochzufahren und fährt jetzt gegen die Mauer. Hast du gesoffen? Komm nochmal, weil du schon mal hier rechts abbiegen jetzt. Ganz entspannt. Komm, dann müssen wir nicht mal schnell fahren. Komm, einmal geht noch. Komm, Peter, komm noch dazu. Jawohl, komm. Ich glaub, da schaffen wir das. Nochmal gegen die Wand. Ja, Ben. Alter, bist du doof. Also ich sag mal, wie ist das? Belastend. Ja, guck mal, jetzt nur noch rechts, da sind wir da. Alter, Alkohol macht nicht nur dumm, Alkohol macht auch impotent, Mensch. Wir sind ja auch von Anfang an, wir sind von Anfang an ja auch eigentlich von links gekommen, so wie der geswitcht hat. Ja. So wie meiner auch gefahren. Wo ist denn Peter? Ich denke, Peter, wir warten doch hier bis auf Peter. Vielleicht ist das Auto bis dahin ja kaputt. Boah, bitte lass Peter hier hinkommen. Nein! Ja, Peter kommt zu uns. So, jetzt biegen wir schon auf den Parkplatz ein. Oh, schönes Gebäude hier oben. Dennis wird der Einzige sein, der da ankommt. Dankeschön. Sehr nett von dir. Wo bleibt Peter? Ja, voll das Déjà-vu, das hatten wir noch nicht. Ich bin raus. Jetzt hat er dich rausgeschmissen. Guys. Scheiße. Ich bin immer noch nicht da, wo ihr schon rausgeschmissen werdet. Wo nee, wir schon eine halbe Stunde gegen Peter, die Wand der fährt fahren. Immer noch gegen die Wand. Okay, meiner fährt im Kreis auf dem Parkplatz, der lässt mich nicht raus. So, Peter, jetzt bin ich gespannt, wie du zukommst. Ey, lass das. Was machst du denn da, Sepp? Nein! Jetzt hat er mich rausgeschmissen, weil du C4 dahin geworfen hast. Ey, du.
Das ist alles richtig, richtig dumm. Ja, also wir sind rausgeworfen worden, Mom. Das ist alles. Ja, ich noch nicht, ich war ja immer noch. Nur Aussteig. Ich war noch im Kreis auf Parkplatz. Jetzt? Nee, wir stehen auch nicht perfekt. Nee, der sucht einen ganz bestimmten Spot hier. Hier, ich markiere mal unsere Stelle, vielleicht siehst du das. Ja, ich sehe euch da, ihr steht ja direkt fast neben mir. Ich fahre aber wirklich letzten Kreis. Guck in die Luft, Bram. Achso. Ah ja, da. Alter, ich guck dann auf der Map, der fährt da. Ich war einfach im Kreis die ganze Zeit. Jetzt lass mich doch hier raus. Das sieht so lustig aus auf der Map. So ein Totenkopf, der die ganze Zeit eine 8 fährt. What the fuck? Aber sicher doch, weil das jetzt Lust in der Liste hat. Aber als wir da waren, war das auch so. Da war nur One Way hoch und du musstest auf der anderen Seite runterfahren. Was ist denn jetzt dein Problem, Junge? Jetzt halt doch an, hier ist doch super. Ja, nee. Was ist denn? Komm schon. Fährt einer von euch noch? Nee. Nee. Ja. Ich würde sagen, Bram ist nie angekommen, oder? Ich denke, du bist dem Ziel am nächsten gekommen. Ja, das ist er. Hier, den Wegpunkt 1,5 Millimeter versetzen. Anhalten. Okay, okay, relax. Oh, guck mal, hier steht er. Weiterfahren? Okay, nee, Moment. Jetzt hier links. Ja, komm, jetzt aber. Komm, jetzt setz mich ja doch raus, oder? Hier, genau hier. Ja. Oh, mach da. Mach da nicht. Ich bin gefangen, ich kann nicht aussteigen. Aber das ist ein smarter Plan. Das heißt, du hast unendlich Geld, was du bezahlen musst. Oh. Das stimmt. Der Fahrer zieht dich voll ab. Ja, das ist halt echt so. Ich finde auch, dass der ungerechtfertigterweise ein bisschen Strecke macht. Ja, ich würde sagen, das war die Taxi-Challenge für heute. Die letzte war ein Draw. Keiner ist angekommen. Wir sind nie angekommen, da wo wir hin wollten. Ich komm gerade angefahren. Oh. Ja, man hat's getroffen. Guckt's euch an! Also, ja. Da auf dem komplett leeren Platz. Ich weiß es nicht, was der will. Ich habe schon versucht, hier den Punkt irgendwie so 10 cm nach links oder so zu ändern, weißt du? Alter, das ist so 10 von 10 awesome. Aber jetzt, manchmal fällt ja auch eine 8. Was macht ihr, wenn ich jetzt hier parken würde? So. Dann kannst du jetzt zumindest keine 8 mehr fahren gleich. Ja, und ich möchte gerne hier parken. Ja. Na, warte. Alter, wie dumm der ist. Das wird auch nichts. Hallo, wir parken auch hier. Ich muss schon mal anhalten. Und mal losfahren. Ach komm, jetzt parkt er. Mensch, mega. Ja, pass auf, jetzt anhalten einfach nur. Ja, jetzt ziehst du mal den Wegpunkt, aber auf die rechte Seite von dem Parkplatz, ist es so. Können wir ihn nicht einparken und dann muss er aufgeben? So, und jetzt fahr mich bitte zu meinem Parkding. Nee, tut er einfach nicht. Fahren wir mal weiter los. Oh, jetzt sind sie mit dreimal. Ja. Oh, jawohl. Jetzt wird er aber brutal. Nick, reicht den Spot nicht. Ja, ist Draw, keine Ahnung, ich fahre hier. Ja, okay, ja gut. War trotzdem lustig, vielen lieben Dank bei der heutigen, Hammer, dass ihr eingeschaltet habt bei der heutigen GTA Online Challenge. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss.